Hallo mein Lieben, in diesem Video möchte ich den Nähbegriff Bruchkante erklären. Also eine Bruchkante ist eine Falte, die entsteht, wenn du ein Stück Stoff aufeinander legst. Den Nähbegriff Bruchkante findet man auch unter Stoffbruch, Bruch oder Umbruchlinie. Wozu braucht man eine Bruchkante? Eine Bruchkante benutzt man häufig, wenn man zum Beispiel wie hier relativ große Schnittmuster hat. Also hier hast du dann den Stoffbruch. Das heißt, wenn ich das Schnittmuster jetzt auf den Stoff übertragen habe und alles, dann kann ich das einfach auseinanderfalten und habe dann so direkt schon das komplette Schnittmusterteil fertig. Beim Zuschneiden musst du nur darauf achten, dass der Stoffbruch keine Nahtzugabe enthalten darf. Also wenn du das Schnittmuster hast, dann legst du das ganz knapp hier an die Falte und schneidest den Rest halt normal aus. Ein Stoffbruch ist natürlich auch super praktisch, denn wenn du jetzt zum Beispiel keinen Stoffbruch in dem Falle hättest, dann hättest du das komplette Stück halt nochmal. Und oftmals fehlt einem zu Hause ja oftmals den Platz am Tisch und so spart man sich natürlich auch viel Papier und natürlich auch beim Zuschneiden die Zeit. So, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video weiterhelfen. Falls du noch weitere Nählexikon-Videos schauen möchtest, dann schau einfach unter www.dots-designs.de/lexikon. Ich wünsche dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Deine Jana.